Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pizza Connection. So, wir haben hier irgendwie ein Problem gerade. Wir haben nämlich auf einmal 7000 Miese. Warum das denn? Warum haben wir denn jetzt 7000 Litfaßsäulen? Marketing überzeugte Neukunden. Du hast Schulden. 48 Stunden, um einen positiven Kontostand zu erreichen. Was ist denn jetzt los? Was habe ich denn hier bezahlt? Miete ist klar. Angestellte habe ich viel zu viele. Gut, das eine Restaurant hat Plus gemacht. Und das andere natürlich richtig miese, ist klar. Wir müssen hier also verkaufen heute. Wir müssen. Und an sich habe ich ja alles. Ja gut, bei den Teenagern habe ich eventuell... Ah ja, Sekunde mal. Wir wollten noch hier die Stühle eben kurz umstellen. Die Teenager sind auch noch nicht so ganz zufrieden mit unserer Einrichtung. Die wollten halt modern haben. Da müssen wir vielleicht noch ein paar moderne Lampen reinstellen. Und diese Tische hier an der Wand, die müssen wir auch noch eins abrücken. Wie mir scheint... Wir distanzieren uns davon. Was? In aller Deutlichkeit. Was ist jetzt los? Jetzt habe ich Stühle geklont. So. Scheint er offenbar nicht so zu mögen, wenn man das hier... Hallo, aus! Der scheint das nicht so zu mögen, wenn man das so macht. So, Stuhl. Also Teenager ist hier unsere größte... Achso, wir haben gar kein Geld. Ah! Jetzt habe ich die zwei Stühle verkauft, die zwei Stühle vor der Wand, habe nichts gewonnen. Super Garderobe, echt super. Okay, Teenager ist unsere größte Zielgruppe, das heißt... ja, da müssen wir jetzt gucken, dass das funktioniert hier. Die gehen einfach vorbei. Die gehen einfach vorbei. Warum? War es noch zu früh. Wir haben noch keinen Koch hier. 7. Meine Restaurants werden schon Pizzen verkauft. Jetzt kann es hier losgehen. Ja, das lohnt sich. Wir haben 2 Tage. 37 Stunden, um einen positiven Kontostand zu erreichen. Ah, jetzt geht's ab. Hier, Schulklassenausflug. Endlich. Zutaten sind jetzt auch da. Das ist ja auch so ein Problem gewesen gestern. Da konnten die ganze Zeit die Köche nicht kochen. Und da liegt schon wieder eine Pizza fertig. Und da sitzen sogar die... Ah, die nehmen alle die Teenager. Party, woo! Party, woo, sagt er. Teenager. Einrichtungsbewertung, Pizzenqualität, Wartende. Ja. Geht, würde ich sagen. Da kommen sie dann angedackelt. Oho. Was sagt denn Opi? Ja, ja. Früher waren die Pizza noch besser. Der frisst auch eine Teenager-Pizza, hallo? Na, das ist ja merkwürdig. Wie waren denn eigentlich die Servicezeiten gestern? Die war natürlich hier in diesem Restaurant wahrscheinlich katastrophal. Weil... Ach, so viele waren noch gar nicht da. Okay. Na, ich hätte sonst gesagt, die waren halt wahrscheinlich katastrophal, weil die Zutaten nicht da waren, aber... Geht ja. So. Junge Dame, darf ich sie mal kurz an die... Hallo? Was? Dann erzähl mal. Ah, eine Teenager. Mag uns aber immer noch nicht. Aber die habt die 89, wenn die Bewertung 89 für den Preis ist, das heißt das ja fast, wir könnten die noch ein bisschen teurer machen, weil die fressen alle die Teenager und nichts anderes. Party, woo!
Das Wichtige ist halt, dass wir jetzt mal rausfinden, was mögen die denn stattdessen noch, damit wir auch ein bisschen, jetzt fehlen da schon wieder Zutaten, damit wir da ein bisschen auch drauf eingehen können. Wir haben aber Glück gehabt, dass zumindest jetzt mit der Einrichtung das hinhaut, dass die Leute irgendwie das zu schätzen wissen. So. Ja, wir brauchen auf jeden Fall auch mehr Pizzen. Und das heißt, ich würde jetzt einfach nochmal eine weitere Kleckspizza für unsere Teenager machen, als Alternative. Das Ding ist, wir haben eh schon viel zu viele verschiedene Zutaten, glaube ich, ne? Und wir haben jetzt noch keine rausgefunden. Hier, bei den Teenager haben wir noch keine rausgefunden. Und bei den Touristen auch nicht. Aber wenig Gemüse, Käse und Früchte wäre was für die. Dann machen wir nochmal. So. Bei den Früchten nochmal die allseits beliebte Ananas. Damit wir nicht zu viele verschiedene Zutaten haben. Naja, wir müssten aber auch mal Zwiebeln vielleicht. Nee. Pilze? Nee. Aber die ist ja jetzt so ähnlich wie diese andere Pizza, ne? Paprika, Mozzarella, Ananas, ja. Nein! Ich hoffe, ihr habt die jetzt nicht kaputt gemacht. Also die hatten wir so schon. Ich würde dann wirklich versuchen, dass wir noch eine andere Pizza machen mit Zutaten, die wir vielleicht auf der anderen Pizza noch haben können. Aber wie? Na, erstmal wieder die Mozzarella. Also wirklich, dass wir nicht 35 Käsesorten haben. So. Dann nehmen wir jetzt mal statt Gemüse, nehmen wir jetzt mal Pilze. Aha, Tomaten. Tomaten und Pilze können wir ja immer verwenden. Dann würde ich sagen, wir gucken mal, was sie jetzt lieber mögen, Pilze oder Tomaten. Also Pilze nicht unbedingt. Aber Tomaten. Mögen die auch Gewürze? Nee. Aber Obst. Dann nehmen wir... warte mal, bei dem Obst haben wir doch bei den Senioren, die mögen doch auch Ananas. Dann haben wir da zumindest noch ein bisschen Schnittmenge drin. Dann machen wir folgendes. Dann machen wir hier in die Mitte einen Ananasring. Genau. Ist denn die Pizza Tinaggio Star? Und die können wir auf die Karte packen, damit wir in der Hauptzielgruppe auch noch ein bisschen mehr Abwechslung haben. So. Und dann schauen wir mal, ob die auch genommen wird. Also die Hauptzeit der Teenager kommt hier halt noch. Und, ja, eigentlich haben wir ja die andere Aufgabe, nämlich Litfaßsäulen bekleistern. Wichtig ist natürlich, dass wir jetzt hier auch erstmal einen Gewinn reinfahren. Das macht momentan die andere Pizzeria. Da sollten wir vielleicht auch mal kurz die
die Pizza auf die Karte packen. Huch. Und hier müssen wir sowieso mal so, hier müssen wir sowieso mal dann gucken, dass wir hier nochmal den Architekten holen, dass der uns hier die beziehungsweise wir müssen hier die Einrichtung noch erweitern, dass mehr Leute da durchgehen. So, hier ist er jetzt wirklich tote Hose. Eigentlich war ich hier Teenager Primetime. Jetzt habe ich zwei Pizzen für die draufgepackt, das ist wieder nicht richtig. Immerhin fahren wir jetzt in den Bonus, ins Positive rein, aber wir werden wieder Verluste haben, wenn das abends so weitergeht. Da können wir eventuell sogar abends mal die Angestellten reduzieren. So, schauen wir mal rein. So, wieder 6.800. Boah, es ist echt... Wir müssen die Angestellten reduzieren. Und in dem anderen Restaurant müssen wir die Einrichtung erhöhen. Also, wir schauen drauf. Im Leffel. Zutaten waren immer da. Das heißt, wir haben viel zu viele Lieferanten. Da können wir mal jetzt hier einen rauswerfen. Den hier, also den teureren. Den hier. Machen wir so. Und hier stehen teilweise zwei Bedienungen abends rum. Wir können von den Köchen noch einen entlassen. Im Moment brauchen wir so viele Köche nicht. So. Machen wir mal so. Eigentlich wäre das hier die Primetime. Dann haben wir hier so ein bisschen Personalkosten gespart. Hoffe ich mal. So. Pizza Tinaggio, Malojo Extremo. Achso, das wäre beide zusammen. Gestern nur die Tinaggio verkauft. Und hier. Ach, das ist doch scheiße, wenn die Statistiken nicht funktionieren. Das ist doch kacke. Echt mal. So, wir müssen hier mal... Wir müssen hier mal den Gastraum um... Ah, wir haben so viel. Ja, wir haben wieder Minus. Geht ja gar nicht. Müssen wir aber sofort machen, wenn wir wieder im Plus irgendwie mal landen sollten. Und nach Mitternacht. So, die eigentliche Aufgabe ist es ja, hier die Litfaßsäulen zu bekleistern. Na gut, wir könnten noch eventuell die Angestellten hinten noch ein bisschen rauszögern. Dass wir noch bis 3 Uhr noch so ein paar herumschleichende Kunden noch bedienen könnten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr schade und sehr ärgerlich, dass halt diese immer die Statistiken nicht funktionieren. Das Wichtigste in so einem Spiel funktioniert nicht. Das ist echt ein Problem. Hier geht's jetzt gerade. Gucken wir mal kurz insgesamt. Bestellung 2020. Und hier stehen sie darum. Na gut. So, stopp. Jetzt haben wir nicht folgendes Problem. Wir werden wahrscheinlich aus den Schulden nicht mehr rauskommen. Das heißt, wir müssen uns jetzt überlegen, wie wir an mehr Geld kommen. Beziehungsweise in der nächsten Folge müssen wir unsere Finanzen optimieren. Ne? Also zum Beispiel nicht unnötige Zutaten mehr einkaufen und Pizzen von der Karte nehmen, die sich ohnehin nicht verkaufen. Oder Pizzen optimieren, die sich ohnehin nicht verkaufen. Weil wir gestern nur 900 Gewinn gemacht haben.
Und heute ein Verlust von 2000. Müssen wir auch mal gucken. Siehst du ja, also wir haben jetzt zunehmend, also es wird immer weniger an Pizzen, was wir verkaufen. Immerhin haben wir jetzt von der Star was verkauft. Die Malocho Tuna, das ist halt die New Generazione, verkauft sie überhaupt nicht. Die beiden Generaciones verkaufen sich gar nicht in keinem unserer Restaurants. Da müssen wir mal gucken, ob die halt zu, ob wir die billiger machen oder so. Oder mehr Zutaten drauf? Naja, also das alles in der nächsten Folge. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen hier in Pizza Connection 3. Und es kann sein, dass wir pleite gehen. Mein besonderer Dank an die tollen Unterstützer auf Tippi, deren Namen hier aufgelistet sind. Weitere Infos dazu findest du auf garda.link/tippeck. Wann die nächste Folge deines Lieblingsspieles kommt, siehst du im Sendeplan unter tv.garderol.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem anderen Programm und hier auf YouTube.